Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play League of Legends. Mach ruhig weiter, Wolke, das hat gut. So, jetzt kleine musikalische Einlage von Wolke. Und wieder sind wir hier. Und riechen wie ein Tier. Wunderschön. Gut. Bau noch ein paar Verspieler rein, dann haut er sicher. Sonst macht er das wirklich gut, muss man sagen. Er spielt ziemlich gut Gitarre, aber jetzt gerade, das war wahrscheinlich so das Lampenfieber. Ja, ich kann das nicht verändern und da ich kriege schon Stressposteln. Wo bekommst du Stressposteln? Das willst du gar nicht wissen. Nee, glaube ich auch nicht. Also ich bin mit Jax, der Wolke ist mit Akali unterwegs. Und ja, wir nehmen das jetzt auf, weil ich Folgen brauche und ich habe heute noch ein bisschen was zu tun, deswegen nehme ich jetzt einfach nochmal Jax auf. Ich hoffe, es wird was. Master GG ist mit dabei, Zix ist mit dabei, Lesin ist mit dabei. Wir haben keinen ADC, die beiden hier gehen auf die Bot. Warum auch immer. Gut, Zix könnte ja ein APC sein, aber naja. Ich glaube, die sind pre-made, habe jetzt gar nicht geschaut. Ja, Gegner, Ashe und Soraka werden, glaube ich, da unten richtig ablosen. Lucinda wird Probleme mit Nasus bekommen. Du... schon mal gegen Orianna gespielt? Ja. Alles klar. Ja, nur ist verloren. So, und ich habe jetzt gerade 3 Rankeds hinter mir und habe 3-mal verloren, obwohl ich jedes Ranked positiv abgeschnitten habe für mich. Also ich habe positive Scores gehabt, aber... naja. Noch ein Ranked verloren und ich bin auf Bronze 1 runtergestuft. Es ist einfach die Qual. Es war jetzt wirklich zweimal... Wer kennt das nicht, ne? Zweimal Bots und gefeedet. Die Sivir, die hat am Ende des Games, glaube ich, 2-17-5 gehabt oder so. Okay, das ist natürlich... Das soll nicht... Dann hieß es, der Jungler ist schuld und ich meine, die ist sogar mit... Ich glaube, der andere ADC hatte so irgendwas mit 10-2 oder so. Und sie ist wirklich 3 Level unter ihm einfach auf ihn losgegangen. So nach dem Motto, ich kriege ihn bestimmt, wenn ich mit dem Überraschungseffekt komme. Da habe ich auch so gedacht. Das ist natürlich dumm. 30 Sekunden bis zum Los, komm, wenn tanzen. Die Cindy jetzt hilft. Los, tanz. Akali tanzt geil. Warte, was musst du eingeben, Dance? Ne? Strike 3 musst du eingeben. Geht das auch mit Dance oder was? Ja, / Dance. Cool. Düm, 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 düm. Also ich muss die Musik mal wieder anmachen. Ich spiele mal ohne Musik, weil ich meine eigene reinpacke. Brauchst du meine ja, mit Jax bräuchte ich dich kurz. Na, wenn die Sinn noch hier ist. Nee, hau die mal hier kurz mit drauf. Umso schneller, umso besser. Gut. Okay, der Sinn gibt mir mich gerade, wie du siehst. Ich habe so das Gefühl, das wird hier ganz, ganz komisches Spiel. Sicher? Was war das denn jetzt gerade? Okay, jetzt weg. Sehr schön. So, habe ich den Red. Also ich habe jetzt meine schon nicht mal mit Dings gespielt. Mein Main Jungler ist ja immer noch Jaco, für die es nicht wissen sollten. Deswegen habe ich jetzt beide schon nicht mal mit Jax gespielt, aber... Stimmt, wie kommst du, dass du Jax nimmst? Da das ganze Team von uns nur aus Lowlifern besteht, nämlich Jax, und gehen ein bisschen auf Leben. Ich spiele jetzt... Natürlich. Ich spiele jetzt prinzipiell eigentlich Chaco auch auf Leben. Ich spiele Chaco jetzt eigentlich zu 90% mit Frosthammer. Das bringt mich am Ende auf 2700 Leben plus 450 Attacke. 4050 Attacke, ne? Ist klar. Was auch sonst? Wohl. Ich hasse Orianna, ey. Orianna. Sprich das bitte richtig aus! Scheiße. Mir egal wie die heißt, ich kann mit ihr nicht umgehen. Du kannst mit ihr nicht umgehen. Ja. Als Gegner, ja. Na, mit ihrem blöden Auge, das ist halt immer so eine Sache. Und sie hat sogar 3 davon, ne? Ja, ja, das ist das Problem. Ja, ich kann gleich mal ganken kommen. Das ist kein Problem. Ich muss Schucke gerade bloß Tränke ohne Ende.
Na. Bumm. Jetzt bin ich an der Reihe. Botlane pusht zu sehr, da kann ich gerade nicht reingehen. Muss aber echt sagen, es ist, ich weiß nicht. Bei manchen Spielern denke ich mir so, warum spielen die überhaupt das Spiel so, wenn ich mir Ranked angucke? Wenn der Leute wirklich, wie diese Video, warum spielt man das Spiel denn? Wenn man es einfach nicht hinkriegt, man gefährdet auch das ganze Team eigentlich. So, ich komme jetzt... Naja. Nee, okay, ich komme nicht gegen, ich kann es vergessen. Geh erstmal back und spiel ein bisschen sicher. Das ist zu risikoreich. Der Punkt ist, ich kenne das von mir aus, weil ich war da echt so scheiß Tage einfach, wo einfach nichts klappt oder ein Spiel, da klappt einfach gar nichts. So wie dieses hier. Es könnte passieren, dass ich gegen Arena, okay, Rihanna, whatever. Los, komm, go. Okay, geh weg. Warum hast du jetzt gejumpt? Weil ich dachte, ich krieg sie noch. Dann hätte nee, ich wollte sie gar nicht kriegen. Ich wollte sie einfach nur ein bisschen abschrecken. Pass auf. Aber ich wollte sie kriegen. Okay, warte, ich komm nochmal. Na, jetzt brauchst du mir. Jetzt kacke ich gleich ab. Dann Leben geh hier. Back. Das ist, bringt nichts, wenn du da so mit dem Lolläuf rumstehst. So, dann gehe ich erstmal ganz kurz. Ich kann aber auch nirgendwo ganken, ne? Weil alle pushen wie verrückt. Und gerade mit Jax kann ich das nicht. Ich muss ja irgendwie drauf springen auf den Typen. Ich muss irgendwie hinter den kommen. Es kommt bestimmt noch einmal in dem Game, dass ich als Noob-Jungler bezeichnet werde. Meinst du? Vielleicht bin ich es ja auch. Wer weiß. Gut, für einen Platin-Spieler bin ich bestimmt ein Noob-Jungler. Ja gut, für Platin-Spieler sind wir hier alle irgendwas. Auf jeden Fall keine guten Spieler. Undefinierbares. Ja. Oh, das war glaube ich ein Fehler jetzt gerade. Oh mein Gott, das war ein Fehler. Oh mein Gott, das war doch kein Fehler. Ich schaff's noch. War das knapp, ey. Jetzt beinahe an dem scheiß Geist. Was machst denn du nur? Ich bin jetzt beinahe an den scheiß Geist abgereckt. Ich dachte, ich krieg meinen Blitz schnell genug, aber es hat doch nicht funktioniert. Oh. Ich habe einen Blattstil drinne und habe eine extrem hohe Angriffsgeschwindigkeit. Ah ne, mit Jax habe ich ja keine Angriffsgeschwindigkeit, das habe ich ja rausgenommen. Ja, mit Jax keine Angriffsgeschwindigkeit. Nee, ich habe mit Jax ich bin mit Jax auf AD gegangen, weil Jax ja seine Angriffsgeschwindigkeit von alleine macht am Ende des Games. Also nee, seine Passiv. Okay. Jax hat die Passiv, dass er 6 Schläge austeilt und bei jedem Schlag steigt seine Angriffsgeschwindigkeit. Und bis er aus dem Kampf rausgeht, die bleibt dann 2 Sekunden diese Angriffsgeschwindigkeit, bis er nicht mehr kämpft. Dann geht's wieder zurück. Okay. Schon schlecht. Na, weil sonst... Was? Weil sonst, wenn ich gegen Jax spiele, sehe ich eigentlich immer nur, dass der immer übelst auf halt die Fähigkeitsstärke geht. Nee. Also ich spiele AD. Ich spiele Jax AD. Mal abgesehen davon bist du... Nee, ach Quatsch. Du und Six, ihr seid beide AP, also wäre es auch dumm, wenn ich auch AP gehe. Jetzt ist Z bei mir, Z. Z ist der Jungler? Ich hab gar nicht geschaut, wer Jungler ist. Oh, der Z ist Jungler, stimmt. Ja, passt schon, ich komme auch mal runter. Oh, Blue. Also ich könnte mir die Orianna, wenn mal, sie jetzt hier komm aufpasst. Komm mal her, du brauchst einen Blue. Los geht's. Ich könnte mir die... Die Orianna ist nämlich gerade so weit runter gebasht. Warte ganz kurz, nicht angreifen. Nicht, dass ich den wegnehme. So, jetzt. Na, nicht die Kleinen. Ich brauche noch ein bisschen Farm. So, jetzt kann ich aber nicht mehr entgehen. Warte, nee, jetzt geht's gerade nicht. Ich habe gerade keinen Mana mehr. Geh erstmal weg mit dem Blue, sonst verlierst du gleich wieder an die Orianna. Ach Quatsch. Okay, gut. Ich vertraue dir jetzt mal so weit, dass du weißt, was du tust. Die ist gerade nicht hier. Das Problem ist, die ist jetzt gerade Level 7 geworden, wenn ich mich nicht total verschielt habe. Das heißt, ich muss jetzt hier mal ein bisschen aufholen. Ne, sie hat sich gerade sicher auch... Ich will aufpassen, es könnte sein, dass sie aus dem Gras gleich rauskommt. Ne, die war ganz schön runtergehauen. Ich denke mal, die ist erstmal weggegangen.
dann solltest du noch extrem aufpassen, weil wenn sie ihre Ulti auf dich drauf... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, stirb, 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 stirb! Boah! Ich habe halt einen Schwert, Was denn du nur immer hier? Ich sterb fast an den Minions irgendwie hier gerade mit Jax. Ich bin sehr risikoreich gegen Minions. Ich meine, es kostet, kostet mich ja nichts, ne? Hast du oft mit Chaco jetzt gespielt? Ja, mit Chaco brauchst du echt keine Angst haben bei sowas, ey. Chaco, die Viecher einfach down. Hab gerade auch mit Jax gespielt, das ist das letzte Spiel mit, das letzte Spiel mit Platine, genau. Das letzte Spiel gerade, das war auch, mit einem Jax, und der Jax und ich waren halt die, die gefeedet waren. Er hatte 150 Minions, zwar keine Kills, aber 150 Minions, war zwei Level über uns. Und ja, ich hatte halt 10 Kills, aber es hat halt trotzdem nichts gebracht am Ende. Sowas ist dann echt traurig. Das ist natürlich schade. So, ich gehe ein bisschen auf AD jetzt gleich mal. Ich habe jetzt 123 Angriff. Wie fährst du? Du solltest echt backgehen, du hast ja noch gar nichts. Ah doch, du hast einen Hextech schon, das ist auch nicht schlecht. Na, auf den gehe ich gerade, ja. Ne, den hast du ja schon, du hast den Hextech und Wolver, und später kommt das Hextech Blade. Naja, oh, Alter, was machst du denn? Wie gesagt, die mit ihren scheiß Augen, ich komme damit nicht klar. Warte, ich komme gleich mal ganken. Nur schnell dem... Das Problem ist, wenn je öfter ich halt zurückgehe, desto mehr Schocken hat sie halt. Das Problem. Der ist mir schon klar, aber... Oh, ich hab... Ich skill auch gerade voll falsch. Level 8 ist sie, okay. Bist du noch da, ja, gell? Ja, ich bin hier noch auf Tower. Go! Ach, fuck. Sag doch sowas vorher. Nee, verfehlt. Hätte eh nichts gebracht. Ich habe meinen Stun zu früh angemacht. Stirb jetzt ja nicht. Das war jetzt meine Schuld. Ja, ich komme halt an die nicht ran, das ist ein Problem. Ja, ich auch, das ist schwer. Du musst halt echt deine Ulti haben und dann... Am besten du machst es so, dass du erst auf einem Minion deine Ulti haust und dann hinterher jumpst. Das Problem ist, solange da noch die Tower in der Mitte sind, wird das sehr schwer. Weil die Distanz halt ziemlich klein ist. Deswegen. Kriegen wir schon hin, Hauptsache du stirbst nicht. So, ich bin auch gleich Level 8. Was ist denn eurer? Was ist denn dein Lieblingsjungler? Oder wen hast du am liebsten im Jungle, wenn du woanders bist? Ich finde Master Yi eigentlich immer ganz gut im Jungle. Ja gut, das stimmt, der ist wirklich. Ich spiele Master Yi aber aus dem einzigen Grund nicht, weil ich zu aggressiv spiele und mit Master Yi höchstwahrscheinlich mir mehr kaputt machen würde, als es mir was bringen würde. Okay, inwiefern, meinst du, dass du da zu schnell stirbst? Nee, ich renne dann mit Master Yi, weil er halt ein 1 gegen 1 Champ ist, immer rein. So würde ich mir das zumindest vorstellen. Und dann kommt irgendjemand um die Ecke und killt mich, weil gegen 2 habe ich dann keine Chance. So ungefähr stelle ich mir das Spiel mit Master Yi vor, deswegen lasse ich es lieber gleich bleiben. Oh, okay. Das war jetzt mega blöd. Oh, ich würde Orianna jetzt am liebsten hätten, der war's denn einfach nur... Ich habe meine Ulti gerade gezündet. Pass auf, ich glaube Z ist bei uns im Jungle. Oh, macht nichts. Ich habe eh gerade nichts im Jungle. Da ist er. Ich habe eh gerade momentan nichts Wichtiges im Jungle. Der untere ist gefarmt und der obere, den hole ich mir jetzt. Das einzige, was ich gerade geholt haben könnte, wäre mein Geist, aber... jetzt hatte ich keinen Jump mehr, weil ich den ersten auf so einen blöden Minion gemacht habe. Tada! Sie sind jetzt weiter unten, gell? Will sie sich mein Blue holen? Könnte sein, ne? Weiß nicht, was er vorhat. Jetzt war er bei mir gerade. Wollte mich gehen. Okay, solange bei dir ist das sehr gut, weil dann kann ich mir nämlich ein Blue holen. So, jetzt ist er weg. Oh oh, okay. So, okay, Blue habe ich. Bin auch schon Level 9 jetzt, also haut ganz gut hin.
Hätte ich jetzt gerne Ward aufgestellt, um zu schauen, ob er sich den wirklich holt. Schön, dass ich muss durch mein, dank meinen Lebensraum nicht mal weggehen mit Jax. Momentan. Bin ich an der Reihe. Was? Ich muss wegen meinem Lebensraum momentan gar nicht weggehen mit Jax. Achso. Ja, ne, ich... Es geht bei mir gerade. Eigentlich sind wir gar nicht... Stehen wir ganz gut da. Du hast ja auch Lebensraum funktionieren. Ja. Oh. Pass auf nicht, dass du jetzt auch noch stirbst. Nee, ich will die Orianna jetzt runterhauen, aber die war schon zu nah am Turm dran. Da konnte ich jetzt nichts mehr machen. Kommst du mal runter zum Dragon mit kurz? So, dass sich keiner sieht dabei. Ich glaube, ich werde dir da jetzt noch nicht viel helfen können. Nö, passt schon, ich mach das schon fast alleine. Ich brauch nur ein bisschen Hilfe. Okay, jetzt muss ich kurz, dass er dich angreift. Sehr schön. Oh. Nö, passt schon, ist ja scheißegal. Ne? Ist ja scheißegal. Gibt's ja keinen Stil beim Dragon. Ich mache. So, jetzt geh ich weg. Okay, mach ja alle. Sehr schön, habe ich nämlich jetzt 1,5 und dann kann ich mir schön was kaufen davon. So, und Trank so aus Spaß. What the fuck? 1500 MS. Was soll ein MS sein? Weiß ich nicht. Das ist eine gute Frage. Ach, das ist wahrscheinlich sowas wie FPS. Keine Ahnung, was für ein Land da kommt. Alles klar. Da bin ich wieder. So, jetzt ist mein Platz hier richtig gut. So, jetzt habe ich hier das Gunblade. Das ist jetzt nicht Zauberschuhe. So, wollen wir mal schauen. Also, Bot pusht immer noch. Jetzt komme ich bei dir gleich mal vorbei. Level 11, ey. Vor allem so. Nur durch die Minions. Wie viele Minions hat er denn? 109 und du, Alter. 109 mittlerweile. Okay, los, komm. Ich hab grad mal, 62. Komm, Attacke. Kann nicht sein. Nee, hau ab. Oh mein Gott, hau ab.